Kellerduell in der Hasroli Arena. Der heimische FC Pippinsried ist nach 5 Pleiten aus den letzten 6 Spielen auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht und empfängt am 17. Spieltag Schlusslicht Heimstetten. Die Truppe von Christoph Schmidt plagen weiterhin arge Personalprobleme. Zuletzt gelang aber durch einen spektakulären 5:3 Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg 2 der ersehnte Befreiungsschlag. An diese Leistung will der SVH nun auch in Pippinsried anknüpfen und das erste Mal in dieser Saison 2 Spiele in Folge gewinnen. Die Hausherren in Gelb und Blau müssen dagegen weiter auf ihre beiden Top-Torjäger Halid Yilmaz und Marvin Nieke verzichten. Und damit rein in die Partie. Pippinsried von Beginn an sehr aggressiv, wirklich gefährlich wurde es aber erst nach 13 Minuten. Pablo Piegel wird da auf die Reise geschickt und will die Kugel durch die Beine von Moritz Knauf schieben. Der SVH-Schlussmann ist aber noch dran, sodass der Ball knapp rechts vorbeigeht. Danach konnten sich die Gäste ein wenig befreien und wurden nach einer knappen halben Stunde selbst mal offensiv gefährlich. Bei einem Freistoß köpft FCP-Verteidiger Simon Rauscheder fast ins eigene Tor. Kurz darauf war dann schon Schluss für Pippinsrieds Spielertrainer Nikola Jelisic, der krankheitsbedingt ausgewechselt werden musste. Der 27-Jährige konnte dann aber von der Bank aus den Führungstreffer für seine Mannschaft bejubeln. Torwart Knauf verliert da ohne Not den Ball an Nicoy Richter, der dieses Geschenk natürlich dankend annimmt und das 1:0 erzielt. Was ein Patzer des SVH-Schlussmanns. Kurz vor der Pause hätten die Gastgeber dann beinahe noch das zweite nachgelegt. Nach einem schönen Querpass steht der eingewechselte Claudio Milicjan völlig blank, doch sein Schuss wird noch auf der Linie geklärt. Damit führt Pippinsried zur Pause nur mit 1:0. Die Führung für die Hausherren geht aber vollkommen in Ordnung. Durchgang 2 hatte dann für die 167 Zuschauer lange nur zähe Kost parat. Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld, durch viele Wechsel kam kein Spielfluss zustande. Deswegen springen wir gleich rein in die Schlussphase. In der 88. Minute können die Hausherren den Deckel drauf machen. Doch Richter verpasst aus 15 Meter seinen Doppelpack und die damit verbundene Vorentscheidung. Rächt sich das noch? Letzte Ecke für die Gäste. Alle Heimstettner im gegnerischen 16er und ausgerechnet Torwart Knauf erzielt per Seitfallzieher aus kurzer Distanz den 1:1 Ausgleich. Der 20-Jährige macht seinen Patzer vor dem 1:0 wieder gut und sichert Heimstetten in der 6. Minute der Nachspielzeit einen ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Ich war es, glaube ich, meiner Mannschaft schuldig, dass er dann am Ende so reingeht. Ist natürlich dann ja umso schöner. Wie gesagt, ich war es meiner Mannschaft einfach schuldig nach dem Bock, wofür sonst keiner was konnte. Und der Punkt war jetzt wichtig. Wir sind die ersten 15-20 überhaupt nicht reingekommen. Der Gegner hat auch nicht besonders viel angeboten. Sind dann in einer Phase, wo wir eigentlich besser drin waren, wo wir eigentlich dann ja, ganz ordentliche Momente hatten. 1:0 Rückstand geraten durch ja, eine individuelle Geschichte von Moritz. Und haben dann versucht, ja, mehr oder weniger auch zum Ausgleich zu kommen, aber haben uns ehrlich gesagt auch genauso wenig Torchancen herausspielen können wie der Gegner. Und am Ende des Tages ist es ein 0-0-Spiel, ja, durch den Fehler dann ein 1:0. Aber wenn man in der 97. Minute das Tor macht, dann nimmt man es natürlich gerne mit und demzufolge sind wir jetzt natürlich auch happy und feiern jetzt mit Moritz und sind glücklich, dass er heute dann auch ordentlich schlafen kann. Ja, schon in der ersten Halbzeit haben wir es recht ordentlich gespielt, finde ich. Hatten noch 2-3 gute Chancen, um sogar 2:0 zu führen. In der zweiten Halbzeit war es ein klassisches Kampfspiel, wo die Jungs wirklich gut verteidigt haben. Ich erinnere mich an keine Heimstettener Chance, mal nach einem Standard so eine Halbchance und einmal, wo der Felix einen quergelegten Ball hält. Wir können uns nur vorwerfen, dass wir den Sack nicht früher zumachen und das ist immer im Fußball so. Wenn du den Gegner im Spiel lässt, kriegen sie nochmal die eine Chance, aber dass sie in der 90. plus 6 ist und der Torwart einen Seitverzieher macht, habe ich so noch nie erlebt und ich spiele schon ziemlich lang Fußball. Was ein dramatisches Finish in Pippinsried. Der FCP sah lange wie der sichere Sieger aus, muss sich am Ende aber mit einem Zähler begnügen. Durch die Punkteteilung bleiben beide Teams weiter auf einem direkten Abstiegsplatz.